Ja, Jürgen, jetzt nochmal zu unserem zweiten Thema sozusagen, was ja auch in den USA, Chelsea Manning heißt sie, die war im Hungerstreik, sie hatte, glaube ich, auch ein, ich versuche das Leben zu nennen, nehmen, sie war auch, das hattest du auch in der Jungen Welt mal sehr ausführlich geschrieben, besonderen Isolationsbedingungen unterworfen. Vielleicht magst du als erstes mal kurz erzählen, warum sie inhaftiert ist und dann wie ihre Haftgeschichte, die ja besonders hart ist. Mhm. Ja, also Chelsea Manning ist 2010 noch damals als Bradley Manning im Irak verhaftet worden. Dort hat sie als Analyst der US-Armee gearbeitet, das heißt also eben Auswertungen von dem, was man an elektronischen Informationen über Irak und umliegende Länder bekommen konnte. Und Bradley Manning war damals schon eigentlich auf dem Weg, seine wahre Identität leben zu wollen, nämlich eine Frau zu sein. Und das ist ihr aber erst gelungen, dann im Knast und mit Unterstützung auch von draußen, dass sie also dafür eintreten konnte, dass eine Geschlechtsumwandlung stattfindet. Und diese Problematik ist ganz eng auch mit ihren Problemen in der Haft, die dann letztendlich am 5. Juli zu diesem Selbstmordversuch geführt haben, verbunden. Man muss dazu nochmal sagen, Bradley Manning wurde 2010 deswegen verhaftet, weil er an WikiLeaks Informationen über das US-Außenministerium und das Pentagon und die Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan der USA weitergegeben hat, die dann also von WikiLeaks veröffentlicht wurden. Und das hat das Pentagon und überhaupt der ganze Apparat in den USA hat ihm das damals sehr übel genommen. Das heißt, die ersten 9 Monate der Haft war Manning in Isolationshaft, wirklich auch, wie die Anwälte auch gesagt haben, um ihn zu brechen. Und erst in der Haft ist dann hat Bradley sich entschieden, jetzt seine wahre Identität auch zu leben. Und 2015 ist es ihr dann auch gelungen, durchzusetzen gerichtlich, dass sie jetzt Chelsea Manning heißt und eine Frau als Frau, die der Identität als Frau leben kann. So, aber natürlich ist sie in einem Männerknast, in einem Militärgefängnis, und es wurde ihr immer alles Mögliche in den Weg gelegt, um diesen Weg nicht weiter verfolgen zu können. So, und das hat dann also zu diesem Selbstmordversuch geführt, weil sie damit überhaupt nicht mehr klarkam, auch mit dieser Identitätsproblematik in diesem Männerknast, mit der Isolierung, nicht nur als Gefangene, sondern eben auch als Mensch, der was ganz anderes will. Und das ist aber ein Weg, sich zu wehren. Und sie ist dann in den Hungerstreik getreten und man muss sagen, erstaunlicherweise nach 5 Tagen Hungerstreik hat das Pentagon dann also klein beigegeben und hat also garantiert, dass sie jetzt die Geschlechtsumwandlung bei Chelsea Manning unterstützen. Zu 35 Jahren ist sie insgesamt wegen Spionage verurteilt worden, wegen dem, was sie an die Öffentlichkeit gebracht hat. Aber viele auf der Welt sind der Meinung, dass sie genauso wie Snowden der Menschheit einen guten Dienst erwiesen hat, indem sie eben diese Informationen über die US-Kriegsverbrechen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Okay, den können wir jetzt nur beipflichten. Ich denke, wir lassen das jetzt mal so stehen, Jürgen. Schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.